Also mein Name ist Christian Wehrli, wir sind hier in Basel, wie man unschwer hören kann. Ich bin Konzepter und Texter seit 2008. Dort habe ich den CAS Texter bei der Textakademie gemacht, logischerweise. Und jetzt seit 4 Jahren bin ich auch Herausgeber von diesem wunderschönen Stadtland-Magazin. Ich bin auch verantwortlich für den ganzen Textinhalt, ich bin dann wieder Chefredakteur. Ich habe noch Leute, klar, die auch mitschreiben und dort Texte publizieren. Also geschrieben habe ich eigentlich schon immer noch, habe ich nie etwas getraut zu publizieren, bis vor 5 Jahren, als ich dann mal angefangen habe, für ein Quartier Blättli, so einen Faltprospekt, da habe ich verschrieben. Und dann habe ich gefunden, es muss ganz immer ein Konzept haben, weil Geschichten hat es genug, aber es muss ein bisschen strukturiert sein, das macht den Leuten eher Spass und mir vom Schreiben her auch. Thematik ist an sich einfach. Es ist eigentlich nur auf die Straße gehen, beobachten, die Ohren weit aufsperren und dann Geschichte daraus herausfinden. Und das ist auch der Punkt, der mir bei der Textakademie gut gefallen hat. Dort haben mir die beiden Herren mir gesagt, was ich brauche, ist ein kreativer Sprung. Zuerst habe ich es falsch verstanden mit dem Sprung, dann habe ich es begriffen, denke ich. Und in der Zwischenzeit sind die Geschichten jeweils sehr spannend, was ich höre von den Lesern. Und es geht immer noch darum, dass ich rausgehe, aufsuche, Geschichte, den roten Faden finde und dann auch schreibe. Ich habe zuerst gedacht, mit Sprung ist gemeint, mit der Sprung in der Schüssel, was mir auch passt hat, aber es geht eigentlich darum, dass man einen Querbogen schlägt und nicht gerade die offensichtliche Geschichte erzählt. Das ist eigentlich wie beim Humor, wenn die Pointe von vornherein schon klar ist, wenn sie um die Ecke kommt, ist keine Pointe mehr. Darum, ich suche immer so ein bisschen die Geschichte und mache einen Schlenker. Und aus dem Schlenker raus gibt es vielleicht eine witzige Geschichte, eine reparierende Geschichte. Und das ist eigentlich so der ganze Sinn von der Geschichtenverzählung, dass man so das spannend bringt, dass der Leser bis zum Schluss dabei bleibt und sagt, toll, die Geschichte habe ich jetzt gerne gelesen. Am Anfang haben mich auch viele Leute gewarnt von dieser Geschichte, weil es geheißen hat, in diesem begrenzten Quartier von dem Bermuda-Viereck finde ich viel zu wenig Geschichten. Stimmt nicht, nur ich finde sie nicht da drinnen, sondern ich finde sie draussen. Das heisst, ich muss rausgehen unter die Leute und beobachten, Ohren aufsperren und dann finde ich auch meine Geschichte, und zwar tagtäglich. Am besten zeige ich Ihnen mal das Quartier, wie das aussieht. Wo sind die Geschichten, die ich für das Magazin immer finde, für die 32 Seiten zu füllen? Das ist ganz einfach, das ist in dem Bermuda-Viereck, das ich schon erwähnt habe. Nämlich hier ist das Bachletten-Quartier. Dann, wenn man weiterfährt, kommt man ins neue Bad. Und von dort weg fährt der Weg automatisch nach Alschwil. Wenn man links abbiegt, ist dann noch Binnigen und das ist das ganze Einzugsgebiet. Es hat Häuser, Menschen, Plätze, junge, alte, dicke, dünne. Und genau diese Leute sind die, die noch Platz finden im Magazin, wenn sie etwas zu erzählen haben und ich es schreiben kann.